Schade. Bob, moin. Wanna play? Wanna play War Thunder? Or what?
Marcus Antonius. Servus. Alles klar. Aber nicht zu viel erwarten. Okay, was spielst du? Spielst du Panzer? Flieger? Real? For real? Oder ich spiele gerade Arcade? Ja, War Thunder habe ich mir schon gedacht. So, das hier ist mein Panzer-Account. Den habe ich gemacht wegen der Crews, weil du hast ja nur, die Crew-Punkte gelten ja immer für Flugzeuge, Panzer, Schiffe, Helikopter. Und dann habe ich irgendwann, ich spiele eigentlich eher Flieger, und dann habe ich irgendwann gedacht, hier Panzer möchte ich aber auch. Aber möchte die Crew-Punkte nicht verlieren, und dann habe ich mir noch einen Panzer-Account gemacht. Das ist der hier. Du spielst richtig real auf 6-3 schon? Okay, ja, da bin ich noch lange nicht. Ich glaube, mein höchstes ist hier 4-3. Und real habe ich letztens mit einem Mitspieler gespielt, kam ich gar nicht klar, dass ich da plötzlich die Panzer gar nicht mehr erkannte, gar nicht unterscheiden konnte von den Panzern, die einfach so rumstehen. Ah, du spielst nur Panzer und Schiffe, okay. Ja, ich spiele jetzt hier gerade zum ersten Mal die Schweden. Ich wusste gar nicht, dass sie Panzer haben, aber die sind ja sowieso recht neu. So als Nation. Wo stecke ich denn hier? Hast du vielleicht gerade was die Crews angeht einen Tipp, was man da so bevorzugt lernen sollte? Thank you.
5-7 Deutsch. Ja, viel Spaß. Von wegen Crew trainieren. Hast du da einen Tipp? Worauf man achten sollte? Polen. Was war das denn mit Bob gerade? Kommt rein, sagt hi, ist wieder weg. Guten Tag, Frau Kratze. Oh, hier sind wir, okay. Auf der anderen Seite. Der Schelzig. Gerade gut, was ist los vor der Tür? Links von mir die ganzen Roten.
Ich habe zwei Filme geguckt. Kratzer. Gaston und irgendwas mit Jessica Alba. Weil die einfach so geil aussieht. Und Samuel Jackson. Mit irgendeiner Kinderkillerin, die aber ein ganz normales Mädchen sein will. Oh. Gaston war witzig. Ist ein französischer Comic eigentlich. Und im Gegensatz zum Original, angesiedelt in einem Startup statt in einem Comicladen oder Comicverlag ist das. Aber nicht schlecht. Also sehr französische Filme sind eh irgendwie anders. Ich mag die ganz gern. Den Humor und so. Aber haben sie schön umgesetzt. Irgendwie haben die Franzosen das auch immer mit so Verwechslungsgeschichten. Louis de Funès. Das ist ganz oft so, dass irgendwie Leute verwechselt werden. Man denkt, jemand ist jemand ganz anders.
Nein, ich hätte auch lieber geschlafen. Keine Ahnung. Aber dann nicht. Dann nicht. Dann wird's halt Motorboot. Dann wird es halt heute nicht so lang, vielleicht. Dann hätte ich eigentlich direkt weitermachen wollen in Journey of Life und dann habe ich gedacht, nee, kriege ich ein paar Ründchen in War Thunder zum Entspannen. Das ist schon verrückt genug. Ja, habe ich schon gelesen bei Joe vorhin kurz. Mir erzählt sie sowas ja nicht. Aber ist okay. Ja, wenn du auf der Arbeit schlafen kannst, dann ist ja gut. Ich bin ein Befürworter des Mittagsschlafs auf der Arbeit. Und Gaston hat einen Song dazu gemacht. Der schläft nämlich auch den größten Teil der Arbeitszeit. Aber es ist ein guter. Ups. Oh la 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 la. Wo will der denn hin? Sorry. Und der Löwe muss da weg. Ich habe ja den anderen stehen gelassen. Der gibt mir nämlich Deckung. Fuck.
Mann! Ja. Ups. Oh, der kommt von hinten. Ne, Quatsch, von der Seite. Ne, von hinten. Ne, von der Seite. Okay, müssen wir uns nicht geben, den Rest.
Reloading. Es dauert noch ein bisschen, so wie ich hier rumkraxel. Eastern Europe. 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 Dein Seil. Your rope. Die alte Heimat. Die alte Welt. Die alte Welt, die neue Welt. Wörter. Europe.
Nein. Lulatsch. IVK. Ich glaube, das ist auch der Schmiede, oder? Swiss Air. IKV, der war das. Okay. Ich glaube, die haben gute Panzer, die Schweden. Haben sie die gebraucht? Hm. Nö. Jungel. Jungle.
Ja, schieb mir auch noch rüber, du Armleuchter. Nein, ich habe gesehen, wie der rübergeflogen kam. Oh, Mann. Ach, wir fahren beide so ran. Okay. Okay, das ist Quatsch. Aber da siehst du mal, wie weit der weg war und wie lange so ein Projektil braucht. Okay. Ich sehe ihn. Alter. Hehe. Nein. Nein, 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 nein. Fuck.
Ah. Das habe ich schon. Hey, wie kann man das denn zweimal bekommen? Hier einmal. Was ist denn da der Unterschied? Man die verkaufen? Oh, ich bin Level 41. Ja, dann. Streetswagen. Streitwagen. Ja, sicher, das. Nein, 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 nein. Wo
Guck mal, der ist sogar noch ein Jahr jünger als ich. Panzerfahren ist nämlich irgendwas für alte Säcke eigentlich. Immer für alte Säcke. Das wäre auch eine coole Idee, wenn man irgendwie so alte Säcke nähme und die machen dann irgendwie so, spielen dann zusammen, gemeinsam. Und dann nennt man das alte Säcke zocken. Oder so. Rentnertreff, so hießen die mit den Servern. Danke dir. Aber die Rentnertreff-Leute sind keine Rentner, sondern so von wegen, wir wollen chillen beim Spielen. So ist das bei denen gemeint. Leider kann aber auch jeder doof irgendwie Server-Admin werden und ist nicht so einfach, auf den Servern zu spielen, wenn du nur mit Idioten zu tun hast. Es ist nicht so einfach. Aber keiner hat gesagt, das Leben wäre einfach, ne? Wir haben zu ungefähr jedem populären Spiel Server. Also wenn du irgendein Spiel anguckst und mal nach Servern suchst und Rentner eingibst, dann gibt es da Server von denen. Nice. Was sieht denn keiner?
Kann er da lang fahren? Naja, ich muss mit gutem Beispiel vorangehen. Was soll das? Wie? Dr. Ki. Nein, 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 nein. War ich eigentlich ziemlich forsch und auf einem besseren Platz. Und es ging sogar auf meiner Seite bis zum Ende, auch wenn Training, ja. So, nichts mehr suchen. Okay. Reload ist immer gut. Cargo, die Map gefällt mir gut. Ist alles noch nicht so kaputt, aber ist halt auch nicht irgendwie Köln im Zweiten Weltkrieg, ne?
Okay, zwei Leute. Ne, drei. Der macht ja gar keinen Schaden. Danke. Ich dachte gerade, ich könnte keine Bäume umschießen. Was wäre das dann? Wie doof wäre das denn? Namen Darius Knight. Na? Wo steckst du denn? Jetzt hier. What? Und abdrehen. Nochmal abdrehen.
Oh, echt jetzt? Was ist mit der Wohnung gewesen? Muss man jetzt nicht hier bequatschen? Yes, the hit. Komm hier, gerade war ja alles rot. Ist ein Flugzeug da? Okay. Gehört mir. Markus, läuft gut. Also wie immer. Für meine Verhältnisse gut. Nice.
Nein. Wo ist er? Alter, der muss doch sterben. Scheiße. Nun. Ah, wir haben gewonnen. Zocke ich nur Arcade. Alles klar, Darius. Bis bald. Nur Arcade eigentlich, ja. Weil. Also, wie gesagt, einmal bisher mit einem Spielkameraden aus einem anderen Spiel. Der hatte mich eingeladen und dann hat er Squad-Lead gemacht. Und ohne dass ich das gemerkt habe, hatte er halt Dings eingestellt. Realistic. Und ich bin dann direkt gestorben, weil ich gar nicht geschnallt habe, dass da ein Gegner vor mir stand. Ich dachte, das wäre so ein, irgend so ein Panzer, der im Spiel rumsteht, weil da kein Name drüber stand. Das war etwas strange. Dan! Danke für den Raid. Und hallo. Warte mal, du hast doch vorhin noch was ganz anderes gespielt, oder? Das ist gerade gesehen hier bei Discord, glaube ich. Was hast du gespielt? Und woher weiß. Ah ja, genau, X-Plane. Ja. Ihr Raiders. Ja, schade, und ich fahre hier aber gerade Panzer. Während ich sonst immer fliege. Und mit was für einem Flieger bist du da unterwegs? Und so richtig mit Joystick?
Aber ich liebe die Cessna. Robin DR 401. Okay. Und bist du da alleine geflogen oder hast du da jemanden mitgenommen? Ja, mit dem raus. Gibt's da Flugbegleiter allein im Cockpit? Ja. Ich hatte mir damals extra hier für War Thunder meinen Joystick gekauft. Wieder. Nach Ewigkeiten. Hast du gesehen, wie ich den Arsch weggezogen habe? Aber ja, muss zugeben, da kam ich gar nicht mit klar. Aber ist ja auch eine Sache der Kalibrierung und so. Und ich meine, ich bin nie geflogen. Wirklich. Und so ein Joystick von heute kannst du ja auch nicht mit so einem Competition von gestern vergleichen. Und ich spiele aber auch nicht. Lass den da weiter rumkommen. Mann, dann kommt er da hinten rum. Akamatsu. Ja klar. Sag Bescheid. Und erstmal guten Appetit. Ihr Raiders. Wer ist denn da mitgeradet? Akamatsu.
Hey, hier ist ja gar keiner. Das war so klar, ey. Ja. Ja, macht ihr mal. Macht ihr mal Abendrot. Abendrot macht Lockenrot. What? Triple X, Triple. Mann! Ja, Suffer Defeat. Rotbäckchen, komm, gib mir 1 Million. Ja. Talisman. Allows you to gain 100% RP when controlling this vehicle. Okay. Okay. 60.000 wäre mir lieber gewesen. Alles klar, krass. Jetzt wäre es mir eigentlich. Okay, passt auf. Ich mache nur eine Runde. Dann esse ich auch schnell was. Und ich habe hier noch 11 Missionen left, also die eine plus 10. Und dann geht's mit deinen gleich weiter. Ja, irgendwie so diese Nahrungsaufnahme. Ganz lästige Angewohnheit. Ey, wir sind in Schweden. Da, wo ich herkomme. Also meine Panzer. Vor allem besser jetzt, ne, schnell, dann als, ja, nachher. Hier muss ich dran denken, auf jeden Fall die Munde.
Ups. Ne. Da schießt er einmal auf mich und ich bin weg. So gar nicht, ne. Nein.
Alter, was hat er denn für eine Kiste? M1343. Nachtwolf, moin. Hi, Kap. Hi. Tut mir leid, aber das ist meine letzte Runde, bis ich dann gleich, mit Dinah Dan zusammenspiele. Ein paar Runden realistisch. So einer halben Stunde etwa, würde ich denken. Nachtwolf, wie läuft's bei dir? Alter. Du bist ausgeschlafen, bist du eingeschlafen? Guck mal, ich spiele gerade War Thunder, um mich von Journey of Life zu entspannen. So, aber ich gehe mal hier raus. So, das Ergebnis hier wird noch entschieden. So, ich sag Dan mal eben Bescheid. Warum stehen denn hier überall Fliegen? Dan, wo bist du denn? APDS-Munition bei den Schweden. Keine Ahnung. Oh. Ja, hier. Jetzt gerade. Nee, schon davor. APDS.
Oh, warte, bei dem hier hatte ich die schon, genau. Und damit habe ich gerade gefeuert. Die hat ja doppelt so viel Schaden wie die. Was ist denn? Hier. Doppelt so viel Schaden wie die normale. Oder APBC. Und hat gerade aber gar nichts genutzt. Und ich kenne mich halt null mit so einem Kram aus, aber ich kann natürlich, wenn ich hier zwei verschiedene Munitionstypen habe, dann kann ich natürlich, ja, die beiden vergleichen. Hier 2 mm, aber das ist dann natürlich ein 42 mm Armor Penetration, also. Ja, klar. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den erwisch. Also flüstere ich den hier eben an. Bin auch kurz S10 und K10 Hütern. BG. Na klar, die werde ich auf jeden Fall auch beibehalten. Ich nehme einfach mal die, die die meiste bzw. höchste Durchschlagskraft hat. Bisschen, was ich noch nicht so genau weiß, ist, wie ich die Crew, worauf ich bei der Crew achten soll. Ich schätze mal, da du verschiedene Crewmember hast, bei einem Tankzerstörer, Panzerzerstörer, brauchst du halt eine andere Crew als bei irgendeinem Scout oder so, ne? Da muss ich mal gucken. Jo, aber sorry für den Break. Aber wenn ihr Lust habt, ich spiele gleich mit deiner Dan. Der kennt sich da ein bisschen besser aus und mit dem spiele ich dann auch realistisch. Und sicher auch auf einem höheren Level. Ja. Gegen 19 Uhr, halbe Stunde. Ich hole mal schnell was von der Bude. Oder? Ja. Lammert schon oder so, geht schnell. Und ja. Vielleicht aufeinander mal. Oder bis gleich. Sonst noch einen schönen Sonntagabend. Bye bye.